ultra spannende Doku. Wirklich, wirklich gut wieder. Eine typische Arte, Top-Qualität, gut gemacht. Freunde, ihr fragt euch wahrscheinlich genau wie wir, was machen deutsche Querdenker in Paraguay? Arte wird uns jetzt die Antwort liefern. Ina träumte lange davon, Deutschland zu verlassen. Im Internet fand sie das El Paraíso Verde. Eine Gemeinschaft, gegründet vom Ex-Scientologen Erwin Anau und seiner Frau Silvia. Ihr Geschäftsmodell? Ein grünes Paradies für Impfkritiker und andere Unzufriedene in Gab es da, ey, bitte korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber gab es da nicht so ein ähnliches, da gab es doch Vorwürfe, glaube ich, gegen, wie heißt denn hier nochmal unser Krieger des Lichts? War da nicht auch was, dass die Leute abzocken da mit Grundstücken irgendwo in Paraguay? Da war doch irgendwas. Ich meine, Krieger des Lichts? Meinst du Attila Hildmann? Nee, der andere da, hier mit dem Kreis und dem Punkt in der Mitte. Ach so. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, ich weiß aber nicht genau. Irgendwas habe ich mal gelesen, aber es kann, haben wir ihn gar nicht genannt. Wir haben ihn immer genannt Schwitzezitze. Nee, das waren nicht wir, das war jemand anderes, der ihn so genannt hat. Wie heißt er denn? Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich kann mich nicht erinnern. Ja, ich weiß es nicht mehr. Paraguay. Auch nicht, aber das ist ja furchtbar. Irina reiste mit ihrer Ach ja, war das nicht in Argentinien bei dem Schrank? Genau sowas Heiko war das. Schrank. Genau, danke. Genau da, ich habe mal irgendwo was gehört, dass es da auch Vorwürfe gab. Ob das stimmt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber offensichtlich ist das ein Ding irgendwie, dass irgendwelche Querdenker, Schwobler, Impfgegner sich irgendwo irgendeine Kommune aufmachen. Standbild. Oh mein Gott. Echsenmensch confirm. Oh mein Gott, what? Das ist voll gruselig. Aber dass sie sich da irgendwelche Kommunen machen und Grundstücke an Leute verkaufen für viel zu viel Geld und da richtig einen Reibach sich mitmachen. Ich bin mal gespannt, ob es um sowas geht. Wirklich sehr gespannt. Tochter dorthin. Doch nach anfänglicher Begeisterung erlebte sie einen Albtraum. Ihre Tochter Indira blieb in Paraguay. Sie arbeitet nun im El Paraíso Verde. So steht es auf deren Internetseite. El Paraíso Verde, das weiße Paradies? Das Verde weiß? Grün. Konnte ich nicht mehr mit ihr alleine sprechen. Ja, stimmt. Dann habe ich geschrieben, ich möchte gerne mit dir nochmal allein sprechen. Da sagt sie, es möchte sie nicht. Aber ich möchte nicht, dass diese Leute... Macht doch ehrlich gesagt viel mehr Sinn als das weiße Paradies. Naja, komm, bei Reichsbürgern macht ein weißes Paradies nur auch viel Sinn. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Macht schon auch Sinn, so ist nicht. Ey, Paradiso Blanco. Keine Chance hat, wirklich in Freiheit zu entscheiden. 3 Jahre ist das her. Jetzt will Irina nach Paraguay fliegen und versuchen, ihre Tochter aus der Querdenker-Kommune herauszuholen, die mit ihr wirbt. Warte mal. Die in Paraguay wollen mich nach Paraguay locken, indem sie ein hübsches junges Mädchen von einem Keks abbeißen lassen? Mhm. Wirkt. Fair enough, oder? Okay. LOL, war da das französische Wort für Corona-Leugner? Corona-Skeptik? Es ist in einem Wort zusammen schon geil. Merke ich mir. Corona-Skeptiks. Im französischen Plural sprichst du das S normalerweise mit, glaube ich. Dresde. Dresde. Im Februar 2018 machen Mutter und Tochter eine Inforeise nach Paraguay. Inforeise? Zur Estancia El Paraíso Verde. Was ist eine Inforeise? Diese wirbt damit, auf einem 1600 Hektar großen Gelände in einer autonomen Gemeinschaft europäischer Auswanderer leben zu können. Wir haben uns dann getroffen am Flughafen mit einer Reisegruppe. Ich muss ganz kurz was bestätigen. Entschuldigt bitte, Leute, dass ich Pause. Mojo schreibt gerade, Fun Fact, Zauberstab auf Französisch heißt Baguette Magique. Stimmt das? Das ist korrekt. Das wusste ich nicht. Das ist ja viel zu lustig. Baguette Magique. Oh mein Gott. Oh, ich werde das so viel benutzen. Meine Güte. Gruppe, die sich das angeschaut hat, eine Woche. Und die ganzen Behördengänge auf der Migration und so weiter erledigt wurden in der Woche. Und das war eigentlich ein sehr nettes Zusammentreffen. Das waren wirklich sehr nette Leute. Das Ganze ist ein Geschäftsmodell des... Komisch, habe ich ja von Sektenführern noch nie gehört. Generell, weißt du, wie diese Technik heißt in Sekten? Wenn du da neu reinkommst? Ist das nicht irgendwie was mit Einlullen gewesen? Oder Lovebombing nennt sich das. Lovebombing war das, ja, stimmt, ja. Ex-Scientologen Erwin Anau und seiner Frau Silvia. Man weiß überhaupt nicht, was auf der Welt passieren wird.
Und da bin ich sehr froh, dass... Korrektur. Du weißt überhaupt nicht, was auf der Welt passieren wird. Hier ein geschützter Raum ist. Auf ihrem YouTube-Kanal verbreiten sie gute Laune. Doch sie schreiben auch... Die Logik. Zu sagen, man weiß nicht, was in der Welt passieren wird, aber hier wird nichts passieren. Ich glaube doch jemandem, der sagt, ich weiß nicht, was auf der Welt passieren wird, nicht, dass er mir dann aber für diesen Ort sagen kann, da passiert dann aber nichts. Also finde nur ich das seltsam. Naja, nee, das ist ja so ein bisschen im erweiterten Sinne eine Art Prepper-Logik. Ja. Ich weiß nicht, was auf der Welt passiert wird, in den Ballungszentren und so. Ja. Und in den von den da oben kontrollierten Zonen. Ja. Aber du kannst ja für dich in deiner Paranoia das Risiko minimieren, indem du irgendwo hingehst, wo möglichst wenig Menschen, niedriger Bildungsgrad, wenig Einfluss durch Politik, Staat hast du nicht gesehen und so. Ich verstehe, gut, aber wenn Anarchie ausbricht, Digga, dann ist doch scheißegal. Aber Anarchie ist ja weltweit auch. Anarchie ist doch woanders, wenn du auf 50 Quadratkilometer 10 Leute hast, ist Anarchie nicht so bedrohlich, wie wenn du auf 50 Quadratmeter 5000 Leute hast. Das kommt drauf an, ob die Leute zusammenhalten, um ehrlich zu sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich die Leute, die sich eher kennen. In keinem Szenario. Wahrscheinlich die Leute, die sich persönlich kennen, hast du recht, werden wahrscheinlich weniger sich auf die Fresse hauen. Das stimmt schon. Ja, anfangs. Anfangs, genau. Newsletter wie diesen. Was muss noch alles passieren, bevor deutsche Familien mit Kindern die Koffer packen und... Oh Gott, da sind ja alle Schlagwörter. Alle Schlagwörter drin. Hä? Die bösen Ausländer, Globalisten, Satanisten und Transsexuelle. Auch wichtig, dass man die übrigens immer in einem Atemzug nennt. Was vor dem satanischen Wahnsinn. Dick. Oh. Und der längst an Ausländer, Globalisten, viele Satanisten was ist und das Transsexuelle für eine Aufzählung, Alter? Heimat, die kalte Schulter zeigen. Für die Gründer des El Paraíso Verde ist Europa durch. Weißt du, was der ekelhafteste Vergleich immer bis heute ist von so diesen, diesen Menschen, also von so Leuten, die so argumentieren? Auch von diesem Torek-Affen, der da einen auf guter Christ macht auf YouTube immer. Mhm. Ich finde, das Schlimmste, womit die immer kommen, weil die ja so krass Angst vor Homosexuellen und so auch haben. Und ich finde, das Despektierlichste und Ekelhafteste, was die immer bringen, ist der Vergleich, wenn sie dann anfangen mit: Ich will nicht, dass man in der Schule beibringt, dass du ja, oder dass man die Kinder in der Schule erzieht, dass sie sich ja aussuchen können, ob sie nicht vielleicht doch einfach schwul sind. Weil, warum soll ich schwul sein? Ich muss das nicht ausprobieren, ob ich schwul bin. Ich will ja auch nicht Kinder oder Tiere. Das wird dann immer auf ein Level gehoben. Und dieses auf ein Level bringen, ich finde, allein das sollte unter Strafe stehen. Bin ich ganz ehrlich. Ich finde, allein dafür solltest du angezeigt werden dürfen. Ja, ja. Und das muss auch meiner Meinung nach geahndet und verurteilt werden. Ja. Weil das ist ja eine bewusste rhetorische Entscheidung, die du triffst, das auf ein Level zu bringen. Ja. Das hat ja eine ganz eindeutige Konnotation, die du damit versuchst aufzubauen bei deinem Gegenüber. Definitiv. Und wer das auf ein Level hebt, der sollte meiner Meinung nach dafür verurteilt werden. Freunde, für den Clip mit Paul, den gucken wir uns vom Anschluss einfach an. Der heißt einfach nur Paul, Paul gönnt sich Eis. Ich glaube, Paul hat sich gemault. Wir gucken im Anschluss rein. Oh mein Gott. Krisen und die Pandemie nicht mehr lebenswert. Was zum Im Nachbarort des El Paraíso Verde gibt es nahezu keine Kriminalität. Doch Erwin Anau warnt. Das kann man heute nach 1,5 Jahren Covid nicht mehr sagen. Weil man muss wissen, 2% aller Menschen weltweit, muss man wissen, deren Existenzgrundlage durch Covid genommen wurde, werden den Beruf wechseln und in die Kriminalität gehen. Ach, ist das ein Beruf? Ach, das ist ein Berufswechsel. Smart, Bro. Ich weiß nicht, wie es geht, aber wenn jemand sagt, muss man wissen, ist schon ein Ick, oder? Muss man wissen, ist schon, ist schon ick. Da juckt schon der Schnäuzer, ja, der Enge, der Dünne. Der dünne Schnäuzer. Ja. Ey, aber ganz ehrlich, ist ein Berufswechsel. Kannst du zum Gewerbeamt zur Agentur für Arbeit gehen? Kannst du Maßnahme? Ja. Lernst du Schlösser knacken? Ja.
Ja. Scheiben, Fenster aufbrechen und so, Autos aufbrechen. Ja. Musst du umschulen halt, ne? Ist eine Maßnahme. Durch den Park schleichen. Wichtig. Ja. Muss man wissen. Den Auswanderungswilligen legen Erwin Annau und sein Geschäftsführer Juan Buker eine Kondominiumsvereinbarung Juan Buker ist auch ein geiler Name. Die meisten denken, sie kaufen ein Grundstück. Ja. Doch Grundeigentum kommt durch den Vertrag nicht zustande. Ein Kondominium ist ein rechtliches Konzept, das es den Siedlern ermöglicht, ein eigenes Haus innerhalb einer Gemeinschaft zu erwerben oder zu bauen. Es legt auch die Regeln der Gemeinschaft fest. Der Grundstückseigentümer ist aber in diesem Fall die Firma Revio. Ist Kolons nicht irgendwie Gedärme oder Darm oder so? Keine Ahnung. Also würde ja irgendwo im übertragenen Sinne auch Sinn machen. Ich finde das eine spannende Sache. Jetzt müsste man wissen, wie da in dem Land das geregelt ist, wenn du ein Haus auf einem Stück Land baust, mit Erlaubnis, wo dir das Land aber nicht gehört, was das für Implikationen hat. Das würde mich schon mal interessieren. Das ist in jedem Land ganz unterschiedlich. In diesem Zeitpunkt Erwin und Silvia Annau und der Geschäftsmann Juan Buker. Ich liebe, wie er es ausspricht. Kommt voll gut. Juan Buker. Alle anderen sind eigentlich nur, es ist eine Art Nießbrauchrecht. Das haben sie sogar ein einziges Mal in einem Video erwähnt. Wenn es Nießbrauch ist, dann kann man da leben und hat uneingeschränktes Nutzungsrecht. Das steht auf der Webseite. Quasi. Wenn das Haus vielleicht noch ihnen gehört, weil sie es von ihrem Geld bezahlt haben, aber der Grund und Boden ihnen nicht gehört, dann können die sagen, es ist unser Grundstück, ihre Feld und gefällt uns nicht, bitte, geht. Also das geht, gute okay. Gute Werbebilder des El Paraíso Verde TV zeigen eine scheinbar heile Welt. Macht nur mich das fertig, dass das dieser RTL-Nachrichtensprecher ist? Die ganze Zeit? Das macht mich so fertig. Hier verliebt sich Tochter Indira in Gabriel, den Sohn der Annaus. Sie ist auf diesem Werbevideo zu sehen. Oder ist der das? Er klingt genauso, finde ich. Weil du gerade gefragt hast, Olli, wie das da geregelt ist, auch mit den Behörden und so. Ja, ja. Ja, der internationale Korruptionsindex reicht von 0 bis 100 Punkten. Auf dem erreicht Paraguay 72. Nun, wo ist Deutschland? Deutschland erreicht Platz 9 weltweit mit immerhin einem Wert von 21 Punkten. Platz 9 der Spitze. Also heißt es ist das neuntbeste. Neuntbeste, neuntbeste. Oh. Neuntbeste. Ja, okay, krass. Ja. Ja, 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 ja. Nun. Danke fürs Aufklären. Wir sind besser als Dänemark. Crazy. Geflügelt von der Aussicht auf ein neues Leben, unterschreibt Irina nach der ersten Inforeise die Kondominiumsvereinbarung und bezahlt. Obwohl sie vieles von dem kleinen. Ja, aber da stand doch jetzt gerade auch schwarz ja, auf weiß. Danke. Gisa sagt's halt, nur weil Lobbyismus keine Korruption ist. Aber guck mal, hier steht doch, oder ich weiß jetzt nicht, ob das aus irgendeiner Klage ist oder so, aber das EPV umfasst alle der Reljuf gehörenden zusammenhängenden Grundstücke mit der Blablabla. Nee, es geht um die Siedler, Bruder. Ja, ne, aber ich finde, wenn das jetzt hier der Vertrag ist, den die dir rausschicken, dann finde ich, steht da schon relativ deutlich, dass das halt nicht dein Grundstück ist. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, zu welchem Dokument dieser Zettel da gehört. Vereinbarung und bezahlt, obwohl sie vieles von dem Kleingedruckten nicht versteht. Andere Siedler. Ja, wahrscheinlich geht es eher darum, ganz offenkundig hinschreiben und davon ausgehen, dass die Leute es eh nicht rein. Zurück in Dresden beginnt Indira eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten in einer Kinderarztpraxis. Zu Gabriel hält sie Kontakt. Irina kommen wegen der Eigentumsfrage langsam Zweifel am El Paraíso Verde. Im Sommer 2020 organisieren die Annaus einen Flug für Tochter Indira nach Paraguay. Wenn ich als Mutter Irina heiße, Irena oder Irina? Indira? Irina. Und die Tochter heißt? Indira. Indira und Irina. Boah. Ich habe bis gerade eben gebraucht, um zu raffen, dass da zwei unterschiedliche Personen sind. Ich habe bis auch eben die gebraucht. Sie zweifelt mittlerweile an der Auswanderung. Und dann sitzt sie hier so an der Stelle, wo ich jetzt sitze, auf dem Klavier hocke und sagt so, Mama, eigentlich habe ich überhaupt keine Lust. Und dann habe ich gesagt, leider, habe ich gesagt, ach Mann, wer weiß, wann ihr euch wiederseht. Hätte ich gesagt, dann bleibst du halt hier. Es ist, man muss es einfach sagen, es ist einfach eine ganz typisch
deutsche Wohnung, wo im Hintergrund auf dem Fensterbrett der Elefantenfuß steht und der CD-Tower neben dem Fernseher. Liebe ich, wirklich. Also ich fühle mich gleich 20 Jahre in die Vergangenheit versetzt. Und ich mag es irgendwie. Ist irgendwie geil. Kann ich mir nicht helfen. Hier? Ja, da wäre sie hier geblieben. Schwierig. Und ich habe einfach gedacht, ja, ich habe sie in gewisser Weise da auch losgelassen und habe da nicht gekrampft oder gehalten, sondern ich wäre auf die Idee nicht gekommen, dass das, was gekommen ist, dann so passiert ist. Ja, ich glaube, davon, damit rechnet keiner. Zurück. Die Ausbildung bricht sie im August. Ey, I'm sorry, die Wohnung schreit 90er Jahre, oder? Sei mal ehrlich. Das ist ja krass. Weiß ich nicht. Finde ich schon. 2020 ab. Telefonisch teilt sie ihrer Mutter mit, sie wolle im El Paraíso Verde bleiben und jetzt bei den Annaus leben. Diese Entwicklung ist für Irina ein Schock. Sie kündigt die Kondominiumsvereinbarung im Herbst 2020. Während ihre Tochter drüben ist? Ihr Geld erhält sie zurück. Der Kontakt zur Tochter wird immer schwieriger. Ach krass. Dann okay, die wollten sich zusammen da was holen. Sie hat gesagt, nee, aber Tochter sagte, ich bleib da. Uff, ja. Oh, bitter. Wir telefonieren ab dem Zeitpunkt. Alleine. Und sie wollte 3 oder 4 Mal nach Dresden kommen. Und da hatten wir auch telefoniert. Und das wurde dann jedes Mal beendet, ja, sie wäre zu emotional gewesen und so weiter. Das sind alles. Oh, du weißt nicht, Sachen, das Sätze, muss was mit dir machen. Die man ihr vorgegeben hat. Ich kenne mein Kind. Mein Kind ist ein Kind. Immer wieder versucht Irina mit der Tochter zu sprechen, sie zur Rückkehr zu bewegen, zum Abschluss ihrer Ausbildung. Vergeblich. Schließlich kommt es zu einem Telefonat mit den Annaus. Und in dieser Viertelstunde hat der Annau alles schlecht geredet. Hier, alles. Also die Frau Doktor ist keine gute Ärztin und da lernt sie nur Blödsinn und in der Berufsschule lernt sie sowieso nur Blödsinn und ja, oh mein sie Gott. Braucht überhaupt keinen Abschluss. Oh mein sie Gott. Kann hier alles lernen und der Gabriel hat auch keinen Schulabschluss, noch nicht mal einen Schulabschluss, der braucht, dem geht's auch gut, die braucht gar nichts lernen und es ist alles gut so. Hm? Jetzt will Irina nach Paraguay fliegen und einen letzten Versuch machen, ihre Tochter umzustimmen. Oh, da würde ich mir aber jemanden mitnehmen. Vor der Abreise hat sie einen Termin bei Indiras ehemaliger Arbeitgeberin. Weiß ich nicht, da würde ich mal irgendeinem Sicherheitsdienst fragen, so, habt ihr Bock auf Urlaub? Hallo. Habt ihr Bock? Tag. 5 Mann, komm mit, let's go. Ja, genau, sie können auch gerne schon einmal durchgehen. Dankeschön. Man muss doch dazu sagen, auch das ist ein absolut typisches Verhalten bei Sektenbildungen, wenn du Leute rekrutierst, du willst den allgemeinen Bildungsstand halt so niedrig wie möglich halten, damit du eben formen kannst, was die lernen und durch wen. Carsten Stahl mitnehmen, finde ich richtig guten Kommentar. Fantastisch. Wenn sie mitkommt, der räumt auf da, sag ich dir. Was ich sehr hoffe. Ja. Ach, herrlich. Hätte sie eine Chance, bei Ihnen wieder anzufangen? Ja, natürlich, jederzeit. Ja, wir würden die Ausbildung auch die Kamera aufs Gesicht gerichtet, was soll sie denn sagen? Nee. Nee. Digga. Oh, das ist, oh Gott, das ist fast Erpressung. Sorry, Digga. Sorry, Digga, wer den Impfstoff als Merkel-Fanta betitelt vor den Leuten, der kommt hier nicht mehr rein. Oh mein Gott. Medizinische Fachschule, wir würden alles in die Wege leiten. Eine positive Nachricht. Doch Irina macht sich Sorgen. Ich sag mal, eine Ausbildung kann man jederzeit weiterführen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist die Situation, dass sie nicht entscheiden kann. Und da bin ich von überzeugt, dass für sie entschieden wurde. Ja, mit Sicherheit. Ob dem so ist? Im Sommer 2022 erhält Irina eine furchtbare medizinische Diagnose. Zunächst ist unklar, wie viel Zeit ihr noch bleibt. Minarchen bei uns im Chat schreibt übrigens gerade, die Gründer von dem Ding sind noch zusätzlich in so einer mies-christlichen Sekte mit drin und, Fun Fact, die Angestellten und Gründer sind selbst zur Impfstartzeit 2-mal geimpft gewesen. Crazy. Danke für die Zusatzinfos. Ey, ich hab neulich in der Zeitung, hast du von dem Typen gehört, der sich über 350 Mal hat impfen lassen? Ja. Und weißt du, was das Insane ist? Hat was gebracht. Das ist ja dann geil, das hat auch noch was gebracht. Ärzte so, ja, nee, also wir raten nicht dazu, aber ich meine, wir haben den Typen untersucht, der hat mehr Abwehr, der hat mehr Antikörper als alle anderen und der steht auch noch auf 2 Beinen. Ja, wild. Das ist schon wild. Ich bin dann krank geworden. Und ja, also, das war sehr schlimm. Und als ich dann
Dreiviertel später mit dem Vater unten war, hat er genau mir das vorgeworfen. Ronny der Anna, Erwin. Du siehst doch gut aus. Bist du nicht krank? Und deine Erpressung, deine Tochter zu erpressen mit Krankheit, das ist unmöglich, so in der Art. Irina beginnt, sich über Scientology zu informieren. Viel Spaß. Die Sekte unterbindet mit einem Trennungsbefehl. Disconnection. Viel Spaß, oh mein Gott. Also, da ist also, dann also sorry, der göttliche Drachenimperator und der untersteht dem galaktischen Starchild-Imperator. Der 16. Mapotta. Ey, aber jetzt, Alter, die will da hinziehen mit ihrer Tochter raus aus Deutschland nach Paraguay zu denen. Und hat sich vorher nicht mal angeguckt, was das für ein Background du, ist? Du, vielleicht fängt man erst dann an, Alter, mit dem Background ein Problem zu haben, wenn man das wirklich begriffen hat. Und wahrscheinlich hat sie es vorher einfach nicht begriffen. Und dann hat sie sich gedacht, vielleicht sind die Scientologen gar nicht so schlimm. Also, und dann kriegst du plötzlich fett, das passiert alles und schon hast du ein ganz anderes Standing dazu und fängst an, dich wirklich darüber zu informieren, weißt du? Ist ja leider ganz oft so. Schreibt gerade, ich dachte, das sind andere Schwurbler und nicht diese Science-Fantasy-Spacken. Das sind auch andere Schwurbler, das sind ehemalige Scientologen, die dann so ein bisschen ihr eigenes Ding gemacht haben. Mhm. Weißt du, wofür Corona das eine richtig geile Metapher ist? Du könntest das jetzt alles austauschen und sagen, sie ist, Achtung, hypothetischer Fall, sie ist eine AfD-Wählerin, nachdem die AfD an die Macht gekommen ist. Ja, weißt du? Puh, selbe Dynamik. Moment mal. Die machen ja gar nicht. AfD auch so, hä, wieso, das steht doch in unserem Wahlprogramm. Ja, aber das hat doch keiner gelesen. Mhm, genau das. Den Kontakt von Scientology-Mitgliedern zu kritisch denkenden Familienangehörigen. Heute distanziert sich Erwin Anau von dem Sektenkonzern. Doch wie viel Scientology steckt noch in ihm? Wilfried Handel, ehemaliger Scientology-Chef Wien, kennt Anau seit 50 Jahren. Boah. Ja, sag mal, kannst du ein bisschen was... Ich war ganz kurz, wie lange gibt es Scientology? Ich weiß das nicht. Ich auch nicht. Weiß man das? Ich weiß, dass halt irgendwann dieser Typ da sein komisches Pamphlet... 1953 gegründet. Ja, crazy. Also tatsächlich 70 Jahre. Das schon sehr lange, 71 Jahre. Boah, im Alter. Dezember 1953. Crazy. Also 70 Jahre aktuell. Ja. Wobei, hier schreibt jemand, ist der nicht vor 3000 Jahren hier gelandet? Ja. Du bist einer Sache auf der Spur. Was über den Anno erzählen? Ja, der Anno hat also, ich würde mal sagen, 30 Jahre mindestens Scientology inhaliert. Er hat die höchsten Wein bei Scientology genossen, also alles, was es gibt, hat er gemacht und hat es verinnerlicht. Ja. Und bei Scientology geht es um Kontrolle. Und im Prinzip, du hast es wahrscheinlich eh mitbekommen, durch deine Tochter, du hast ja keine Möglichkeit, mit ihr alleine zu sprechen. Da ist immer irgendwer dabei, der das extrem kontrolliert. Und das ist eigentlich, wenn man so möchte, das Wesentliche am Anna, dieser wahnsinnige Kontrolldruck, den er ausübt. Wenn es denen gelingt, deiner Tochter Angst zu machen, dann ist sie natürlich angstbesetzt und die malen ihnen ja das aus. Also das ist im Prinzip, wenn man sich anschaut, wie funktioniert Gehirnwäsche, na genau so. Ein starker Vorwurf, der sich schwer belegen lässt. Ich komme nicht drüber hinweg, mit dem Sprecher klingt das alles wie Harz, aber herzlich für mich. I'm sorry. Oder hier wie die Nanny oder was sind die ganzen Formate früher auf RTL. Das ist doch genau die Stimme, oder nicht? Nee. Ein paar Tage später, am Flughafen. Die Reise nach Paraguay ist beschwerlich. Aber über 23 Stunden Flug, zweimal umsteigen. Arte Reh begleitet Irina. Was ist denn mit Carsten los? Genau der. Paraguay liegt zwischen Argentinien und Brasilien. Das El Paraíso Verde liegt 3,5 Autostunden südlich der Hauptstadt Asunción bei Caazapá. In Asunción am Rio Paraguay leben 525.000 Menschen. Sieht ganz hübsch aus, oder? Etwas mehr als 2.000 Deutsche kamen während der Pandemie hierher. Oh mein Gott. Stimmt, ihr habt so recht, Leute. Der, den ich die ganze Zeit meine, ist ProSieben TAF. Ja, ihr habt voll recht. I'm sorry, das ist TAF, die Stimme. My bad. EU zu entgehen.
bin ich raus. Erst spät in der Pandemie zieht der Staat die Bremse und stoppt die Einreise ungeimpfter Deutscher. Viele der Einwanderer treffen sich auf einem Markt in der Vorstadt San Bernardino. Schon seit über 100 Jahren gibt es hier Auswanderer. Unter ihnen auch viele Rentner. Denn die Lebenshaltungskosten sind erheblich niedrig. Wie? Nach Südamerika wandern Deutsche aus? Das ist ja wild. Niedriger als in Europa. Colonel Sanders. Wenn man sich entscheidet, vielleicht ein halbes Jahr in Europa zu leben, ein halbes Jahr in Südamerika, dann ist das schon eine Option, die eigentlich ganz schön ist. Nur die wenigsten Deutschen hier wollen mit den Medien sprechen. Christoph, ehemaliger Steuerberater aus Schleswig-Holstein, ist eine Ausnahme. Ich habe den Eindruck, die machen Deutschland kaputt. So, das ist... Digga! Die Deutschland der Mann momentan ist regiert. Digga, in Paraguay sitzen mit einem Papageien auf der Schulter und sagen, ich glaube, die machen Deutschland kaputt. Bitte, der hat einen Song. Ist auch irgendwie witzig. Ich sitze in Paraguay mit meinem Papagei und ich sag euch, mit Deutschland ist bald vorbei. Kaputt. Dingelingelingeling, dingelingelingeling. Ist bald vorbei, stark. Stark. Da kriegen wir doch noch schnell einen Song hin. Mhm. Ist gegen jeden Verstand. Für mich. In Deutschland sind halt die Verhältnisse sehr schwierig. Die Leute stehen unter großem Druck, den sie dann nicht mehr aushalten. Und weil die Einwanderungsbedingungen doch noch relativ einfach sind, gehen halt. Das ist so das typische Interviewverhalten, oder? Es kommt immer erst so, ja, das Leben in Deutschland ist schwer. Ich muss sagen, einen Job kriegen ist sehr schwer und sie werden auch kontrolliert von Echsenmenschen. Es eskaliert so schnell auf einen Level. Zu dem Punkt, das Leben ist sehr schwer, der Druck ist sehr hoch und so weiter, da dachte ich mir, ja, noch bin ich bei ihm. Da ist so Südamerika natürlich ein bisschen... Absolut, dachte ich auch so. Bisschen mehr Wellbeing. Ja. Und dann kam der Ausländerhass. Viele nach Paraguay und viele wollen dann auch nicht die Impfung. Wir taten ihm Unrecht. Kommt gar kein Ausländerhass. Er sagte, das mit dem Einwandern ging um Paraguay. Mhm. Aber jetzt kommt die Impfkritik. Und in Kanada und die klassischen Einwanderungsländer ist es ja sehr schwierig. Es bleibt eigentlich nur noch Paraguay. Im Hotel. Es bleibt uns ja quasi nur noch Paraguay. Ist halt auch so. Ja, Paraguay oder der Mond, Freunde. Ja. Irina aber die dunkle Seite. Chat, ehemaliger Siedler des El Paraíso Verde, kurz EPV. Das Neueste? Einige haben offenbar Strafanzeige gegen Erwin Anau, seine Frau und den Geschäftsführer Juan Buquer erstattet. Warum finde ich den Namen so lustig? Irina hat einen Termin bei Anwalt Guillermo Ferrero. Juan Buquer. Sie sucht juristischen Rat. Was kann sie tun, um ihre Tochter außerhalb des El Paraíso Verde sprechen zu können? Wir sollten versuchen, durch die Staatsanwaltschaft ein gerichtliches Eingreifen zu erreichen. Die andere Möglichkeit ist, auf sie zuzugehen und dafür zu kämpfen, dass sie sich einverstanden erklärt, aus der Estancia auszusteigen. Und die andere Möglichkeit sind Victor, Esteban, Shadow, Ghost und Killer. Shadow, Ghost ist ganz in Ordnung. Und $500,000 in bar. Das ist Möglichkeit Nummer 3. Und sich mit ihnen zu treffen. Irina möchte ihre Tochter nicht in Probleme mit den Behörden verwickeln. Aber sie möchte wissen, was es mit den Strafanzeigen der Siedler auf sich hat. Dann vertrauen wir doch auf Ghost und Killer. Sie luden diese Person nach Paraguay ein, nahmen sie mit auf eine Tour, zeigten ihnen ein Feld, das für die landwirtschaftliche Produktion bestimmt war, und sagten, dass man dort eine Art geschlossene Stadt errichten wolle und boten Grundstücke auf diesem Stück Land an. Ganz kurze Frage, wie wird Paraguay regiert? Was haben die für eine Staatsform? Ich ungebildeter Plepp weiß sowas wieder nicht, ne? Präsidial, oder? Oh, ja. Und ich weiß auch gar nicht, wie... Paraguay. Geld. Schreibt einer direkt Geld, Anarchie, Geld. Freunde. Weil ich denke mir halt so, in so einem Land, wo vielleicht, ich weiß es jetzt nicht, aber vielleicht haben die auch eine History einfach mit Machtsturz oder weiß ich nicht was, und dann in so einem Land davon auszugehen, ich kaufe mir da jetzt
ein Stück Land und das gehört mir für immer, finde ich dann ja auch wirklich ein bisschen wild. Weil wenn da einer Bock hat, es gibt einen Machtwechsel, kommt er an und sagt, ist jetzt nicht mehr deins. Ne? Kann halt passieren. Hä, wie kann denn sein, dass das nicht einfach so seine Präsidialdemokratie? Präsidialdemokratie. Was auch immer das ist. Präsidiale Republik schreibt jemand, okay? Na gut, El Presidente macht das schon, ne, Freunde? El Presidente macht das schon, ja. Das Problem ist, dass sie keine Genehmigung dafür hatten. Sie hatten nur den Titel für das Feld. Sie dürfen es nicht aufteilen. Irina hat von dem Anwalt die Namen und Telefonnummern von zwei Geschädigten und einem ehemaligen Wachmann des El Paraíso Verde erhalten. Im Regen geht es weiter Richtung Süden. Die fährt wie geht sie mit so der Situation hin? Um, dass sie kaum Crazy. Kontakt zu ihrer Tochter hat? Ich habe Angst, du. Man muss, also ich kann da nur für mich sprechen, eine Strategie entwickeln, um damit klarzukommen. Aber es ist schon eine Herausforderung und es ist eine lange Zeit. Und da passiert auch was mit den Menschen. Also sie fährt da jetzt wirklich hin, ohne mit ihrer Tochter vernünftig sprechen zu können, weil sie davon ausgeht, dass sie ihr Worte in den Mund legen? Nee, sie geht davon aus, dass sie mit ihrer Tochter nicht vernünftig sprechen ja. kann. Mal gucken. Okay, dann ist vielleicht kriegt sie da zumindest entweder Klarheit, aber ich glaube, da kommst du nicht weit. Das ist ja. Vor Irina liegen fast 4 Stunden Fahrt in strömendem Regen. Muss er trotzdem probieren, Straßen, ne? Verstehe das Region schon. In der Region Caasapá, wo das El Paraíso Verde liegt. Zwischenstopp in einem Dorf. Hier wohnt der ehemalige Wachmann. Die Situation ist angespannt. Er habe einmal nach Indiras Eltern gefragt. Erwin Anau hätte gesagt, Indira habe keine Eltern. Ein Wunder! Plötzlich steht die Mutter des Wachmanns da und unterbricht das Gespräch. Sie befürchtet, die Verantwortlichen des El Paraíso Verde könnten ihren Sohn bedrohen. Das macht Irina wütend. Sie geht weg. In den lokalen Medien sieht man oft Fotos von Juan Bucer und den Anaus mit dem Ex-Präsidenten Horacio Cartes, der wegen Korruptionsvorwürfen unter US-Sanktionen steht. Nun! Ja, da möchte ich auch ein Stück Land kaufen, offenbar Freunde. Offenbar sind diese Guter Leute Plan. Gefürchtet. Guter Plan! Ihre Werbevideos versprechen etwas anderes. Auf der Herzensebene, miteinander, einander gut sein, genau das zu implementieren, was in der... Dicker! Wenn er einen langen Bart hätte, dann wäre er der Typ aus Kill Bill 2, der Meister. Oder? Ja, ich weiß nicht. Nein. Hier, wie hieß der nochmal? Ich hab den Namen vergessen. Pai Mai. Finde ich so ein bisschen. Die Augenbrauen, weißt du, das so, finde ich ungewohnt. Alten Welt oder in so der westlichen Welt irgendwie verloren gegangen ist. Geil! Digga, warum gibt's das überall auf der Welt, nur bei uns nicht? In Apotheken diese geilen leuchtenden LED-Kreuze. Da, wie du gerade in der Spiegelung siehst. In jedem Land, nur bei uns nicht, Mann. Ich liebe die Dinger. Das ist wirklich so abgefahren, dass man in manchen Ländern sehen auch Apotheken wirklich einfach so aus wie so Spielcasinos, Alter. Ja, es ist so. Das ist unglaublich. Gibt's hier auch? Morgen. Nee, bei uns nicht. Irina ruft ihre Tochter an. Bei uns in Köln gibt's sie echt? Really? Krass. Noch nie gesehen. Normales Verhalten ist natürlich schon lange nicht mehr. Dann eine Chatnachricht. Indira schreit, bist du schon da? Ich sage, ich bin in Caasapá und würde dich sehr gerne im Café treffen, ganz allein, ohne Bekleidung und dich in meine Arme schließen. Nein, wir treffen uns hier und nirgendwo anders. Das hat sie nicht selber geschrieben. Die hat ihr Telefon gar nicht mehr. Freunde besuchen, telefonieren mit wem er will. Muss sich mit niemandem absprechen, was er wann wo sagen darf. Nur meine Tochter nicht. Mhm. Ja, die wissen ganz genau, was das für ein Image-Schaden wäre. Ne? Das hat nichts damit zu tun. Und wenn sie sagen, Indira will aber nicht. Die will nur mit Gabriel. Ich habe eine ganz andere schlimme Befürchtung, Mann. Dass die Tochter so tief drin ist, meinst du? Ja, nicht mal das, Alter. Ich hab da eine. Ich hab oh. Da oh. Mm. Ja. I see. Ja, alles klar. Mm. Dieses Abschirmen, dieses kranke Kontrollieren, das, was der Wilfried Handel gesagt hat, die nee. Affen kontrollieren jede Ich meine auch nicht, dass sie tot ist. Oh, okay. Ich meine aber, dass so eine Gesellschaft auch Nachwuchs braucht.
Scheiße. Gerade als wir zum El Paraíso Verde aufbrechen wollen, erscheinen vor dem Hotel 5 Männer in einem Auto des El Paraíso Verde. Was ist das? Sie filmen uns. Warum? Wer auch lacht dabei. Ja, das, guck mal, da sind die Deutschen. Daran erkennen sie die Deutschen. Ja, ich filme auch sie. Ich kann sie auch einfach filmen, wenn sie eine Kamera haben. Film ich zurück. Was ist denn, also was ich am schlimmsten daran immer finde, ist, wie diese Leute dann auch gucken. Die haben immer so ein Gesicht, das sie aufsetzen, von so unfassbarer Überlegenheit. Weißt du, so absolute Selbstüberschätzung und wirklich, die fühlen sich einfach krass überlegen. Und das, Selbstgefälligkeit, genau. So dieses, ich filme mich einfach zurück, ich hab Kontrolle über dich. Weil die haben das ja verstanden. Weißt du? Genau das ist das nämlich. Zu dumm dafür, um das wirklich zu verstehen. Sprechen Sie Deutsch? No. Dieser Mann ist auf Werbevideos des El Paraíso Verde zu sehen. Wir fühlen uns bedrängt. Cool. Aber sie filmen uns doch. Sprechen Sie Deutsch? No. Warum filmen Sie denn hier? Geil. Morgen ab 5 Uhr wird zurückgefilmt, Alter. Da sind sie, die deutschen Schwurbeldullis, ey. Halleluja, Mann. Halleluja. Ist es nicht schön, dass egal wo auf der Welt sie sind, sie alle gleich beschissen sind? Das Ding ist, ich will sowas eigentlich nicht sagen, aber ich finde, man sieht denen das auch irgendwie an, oder? Kennst du das? Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß schon. Das ist so, weißt du, man sieht denen das irgendwie in der Nasenspitze an. Ich weiß auch nicht. Die filmen uns doch auch. Ja, sehen Sie mal. Okay, ich glaube, wir haben jetzt alles soweit. Hier plötzlich keine Argumente mehr. Ja, ich glaube, dann haben wir alles. Ja. Wer sagt das? Das ist interessant. Wer sagt das? Weil Sie mit dem Auto gekommen sind von Reljuf. How you know? Und Sie haben doch mit dem Auto gekommen hier von Reljuf. Because I saw you inside. Sie sind doch mit dem Auto von Reljuf gekommen. Warum fahren Sie denn dann Auto von Reljuf? Ich fahre gar kein Auto. Hä, Alter, ey, wie so unglaublich dämlich kann man denn sein, Mann? Ja, die habe ich die dran gekriegt, habe ich einfach gesagt, ich fahre gar kein Auto. Und dann bin ich aber in das Auto gestiegen und bin ich weitergefahren. Haha, haben die doof geguckt. Ich habe gar keine Auto. Es ist so absurd. Vielleicht existiere ich gar nicht, vielleicht bin ich gar nicht real. Ja, das ist ja das Ding. Ich glaube tatsächlich irgendwann, dass du irgendwann, das ist so das, warum ich sage, irgendwo ist der Diskurs auch sinnlos. Ja. Irgendwann ist das alles nur noch vergebene Liebesmühe. Schlurz, ja, IP-Server, finde ich einen guten Kommentar. Dass ich wirklich sage, nee, Alter, irgendwann ist es ja nur noch dumm. Also wirklich nur noch. Wirklich. Aber das alles mit dieser selbstverliebten Überheblichkeit, da steigt mir die Kotze in den Hals, wirklich. Bah. Selbstverliebte Überheblichkeit ist, glaube ich, auch das Beste, wie man es nennen kann. Bah. Als wir endlich aufbrechen, verfolgt uns Verliebtlichkeit. Das Auto. Unser Fahrer schüttelt sie ab. Kurze Pause an einer Tankstelle. Der Einschüchterungsversuch galt Irina. Durch die Anrufe bei der Tochter wussten diese Leute, sie ist in der Stadt. Alter, ich sag dir, ey, da brauchst du irgendwie so einen Typen, irgendwie so ein, da schlägt mein Denzel Washington Fanherz höher, wo ich mir denke, jetzt brauchst du so einen Typen, Ex-Militär, der seine Tochter auch an so eine Sekte irgendwie verloren hat, der dann irgendwie kommt so um die Ecke von wegen so, unser Fahrer hat die Schnauze voll und zieht eine vollautomatische Waffe. Ja. Ich weiß genau, was du meinst. Das wäre ein guter Plotstart für Equalizer 4. Ich bin voll bei dir. Ja, ne? Einmal auf die Uhr gucken. Aber leider, Denzel bleibt in Italien. Spoiler. Hä? Für den dritten? Trotzdem will Irina zum El Paraíso Verde fahren. Mehrfach hat sie versucht, ihre Tochter und andere Bewohner zu kontaktieren. Erfolglos. Ankunft am Tor. Das Gelände ist eingezäunt und bewacht. Die wollen da nicht raufkommen, die lassen die einfach nicht rein. Darf ich Indira sprechen? Die Freundin von Erwin, nee, Gabriel Anau. Können Sie anrufen? No, entiendo. Oh, come on. Die Wachen sind bewaffnet. Besucher müssen sich 24 Stunden vorher anmelden. Nur die Geschäftsleitung bestimmt, wer hier rein und raus darf. Nun!
Plötzlich tauchen die Männer von vorhin auf, hinter dem Gitter. Ich auch? Nee, ich bin gar nicht hier. So, Ronny, ganz kurze Frage. Du weißt ja, wer ich bin. Ah, da habe ich keine Zeit jetzt in diesem. Kannst du einfach mal zu Indira gehen und sie bitten, dass sie zum Tor vorkommt? Das ist nur aus dir geworden. Ganz normale Frage. Niemand rührt sich. Der Sicherheitschef gibt an, keine Kompetenzen zu haben. Irina hat für heute genug. Sind normale Verhältnisse von Herzensgemeinschaft, wovon Sie sprechen, wirklich von Mensch zu Mensch, würde bedeuten, dass man sagt, na klar, wenn du es nie erreichst, ich gebe da Bescheid und so weiter. Mhm. Aber es macht ja keiner. Das ist eine frustrierende Scheiße. Ja, so viel zum Paradies, ne? Ja. Ich finde es wirklich, also jetzt mal, ob sie jetzt ihre Tochter wieder sieht oder nicht, ne, ich würde es ihr sehr wünschen, aber alleine dieses Video ist ja schon mal eine starke Message für alle Leute, die vielleicht mit den Gedanken gespielt haben, da mal hinzufahren. Sich generell so einer Scheiß-Enklave irgendwo anzuschließen. Ja. Das sind ja alles kranke Verhältnisse. Ja, das kannst du laut sagen. Irina fährt zur Colonia Independencia, um dort eine ehemalige Bewohnerin des Paraíso Verde zu treffen. Die Colonia Independencia ist eine der ältesten deutschen Kolonien. Ich schwöre, die Tochter weiß nicht mal, dass die Mutter da ist. Es gibt sie schon seit 100 Jahren. Vermutlich nicht. Hier wohnt Franziska. Ihr und ihrem verstorbenen Mann gefiel anfänglich die Werbung des grünen Paradieses. Uns hat halt einfach die ganze wirtschaftliche Lage und politische Lage nicht mehr gefallen. Und mein Mann hat gesagt, er passt da nicht hin, also er möchte woanders hier. Und dann haben wir... Ich habe ganz übel das Gefühl... Dass sie da so ein bisschen mitgenommen wurde, ne? Das klingt sehr danach. So wie sie das jetzt schon formuliert hat, vorsichtig, weißt du ganz genau, was Phase ist. Weil, steckst ja nicht mich, drin so, aber ich weiß zumindest, woher das kommt. Das macht mich sehr traurig. Wobei, man weiß ja nie so richtig. Die Videos vom EPV gesehen und ich war ja sehr ansprechend. Also, und das ist eigentlich genau das gewesen, was uns wir vorgestellt haben. Also, ja, Garten, Selbstversorger mit gleichgesinnten Leuten und so. Doch sie wollten die Kondominiumsvereinbarung nicht unterschreiben und vermissen das El Paraíso Verde wieder. Dann fragt Irina noch nach ihrer Tochter. Sie wollte wieder zurückkommen, sie hatte ja hier eine Lehre. Ja, das hat sie eigentlich auch gesagt, dass sie zurückfliegt, also dass sie nur gewisse Zeit da ist. Und dann ist sie aber mal zu mir und zum Otto gekommen und hat gesagt, ja, also... Silvia hat es jetzt überredet und auch du bist einverstanden, dass sie ganz da bleibt bei Gabriel. Hat sie so gesagt? Hat sie damals so gesagt. Sie hat gesagt, die Silvia hat sie überredet. Genau. Diese Aussage lässt sich nicht überprüfen. Beide Frauen haben ihre Meinung über das grüne Paradies geändert. Franziska will vom El Paraíso Verde nichts mehr wissen. Am nächsten Tag. Irina will noch eine andere ehemalige besuchen. Also was auch gestern Franziska gesagt hat, dass sie überredet wurde, da zu bleiben, das wusste ich, aber sie hat es halt bestätigt. Weil man kann ja nur Mutter immer nur sagen, du kannst es ja nicht wissen, du kannst es ja nur vermuten. Eine ganze Reihe von Siedlern haben ihre Grundstücke zurückgegeben und den Vertrag gekündigt. Meist war der fehlende Grundbucheintrag der Anlass. Manche von ihnen haben ihre halbfertigen Häuser verlassen und warten bis heute auf die Rückzahlung des Geldes. Wie Gabi und ihr Mann. Am späten Abend trifft sich Irina mit ihr. Aber wir haben jetzt noch, wie gesagt, ich schätze jetzt mal zwischen 25.000 und 30.000 Euro drin. Normalerweise nach 2 Jahren wird das plus 13% Zinsen ausgezahlt. Aber kommt ja nichts. Bei anderen ist es viel gravierender. Mhm. Ich kenne Leute, die wissen nicht mehr, wie es weitergeht. Beide verfolgen den El Paraíso Verde-Chat, in dem Siedler über die Mängel ihrer halbfertigen und oft unter Wasser stehenden Häuser schreiben. Sie täuschen die Menschen. Sie spielen uns regelrecht was vor. Das ist mein Empfinden. Und es gibt auch immer noch ganz liebe, gute Menschen im EPV, die aber keine Chance haben, wegzugehen.
weil sie würden alles verlieren. Die haben ihr ganzes Geld da drin. Und das kann ich ihnen nicht verzeihen. Das ist eigentlich das Schlimmste. Offenbar klagen jetzt viele Siedler, die sich vom Traum des grünen Paradieses und der Atmosphäre während der Inforeise blenden ließen. Sie bezahlten Geld für ein Grundstück, für das es keinen Grundbucheintrag gab. Sie wollen ihr Geld zurück. Im Oktober 2023 wurde der Geschäftsführer Juan Bucer in diesem Haus von der Staatsanwaltschaft unter Hausarrest gesetzt. Oh. Erwin Anau verkündete, die Kasse ist leer und beschuldigte Bucer. Davon abgesehen, schönes Haus, muss man einfach mal sagen. Wirklich sehr schönes Haus. Mich würde einfach mal die Situation um die Verträge und die Versprechen interessieren. Also wurden die Leute aktiv belogen und wurde das anders dargestellt? Oder ist das einfach wirklich so eine Sache von, nee, stand so in den Verträgen, die Leute lesen es halt einfach nur nicht und sind zu doof und fallen deswegen darauf rein. Das würde mich wirklich interessieren. Sehr. Leidtragende sind außer den Siedlern auch einige Arbeiter. Anfangs sind hier über 800 Menschen beschäftigt. Sie arbeiten auf Baustellen, als Gärtner oder Sicherheitspersonal. Alter. Hygienekonzept. Doch wegen der leeren Kassen werden viele auf die Straße gesetzt. Sie protestieren und streiken. Und so funktioniert's. Du hast viel Geld gemacht, hast ein schön großes Grundstück, ein tolles Haus. Die Leute checken irgendwann, dass das scheiße ist und verpissen sich wieder. Und plötzlich hast du ein großes Grundstück für dich alleine mit einem großen Haus. Tja. Direkt an der Straße zum El Paraíso Verde wohnt Arbeiter Ramon mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern. Wie er leben viele. Mit dem Standard der deutschen Siedler ist das nicht zu vergleichen. Er fing im September 2019 im El Paraíso Verde als Maler an. 26 Leute hatte er unter seiner Aufsicht. Doch seit Februar 2023 werden die Gehälter nicht mehr pünktlich gezahlt. Wir waren 50 Kollegen. Diese Leute riefen mich an und sagten, wir sollten alle die Klappe halten. 50 Maler? Naja, also oder was? 50 Handwerker? Ja, Handwerker halt, glaube ich, eher. 50 Maler wäre echt viel. Wie groß ist diese Siedlung bitte? Ich sagte, nein, ich kann nicht den Mund halten. Denn es sind 50 Kollegen, die auch ihre Familien ernähren müssen. Also werde ich nicht schweigen. Ich werde bis zum Letzten gehen. Und dann gingen wir zum Arbeitsministerium in Villarrica, um Anzeige zu erstatten. Das El Paraíso Verde schuldet nicht nur ihm 4 Monatsgehälter, so sagt er. Ihnen? Doch die Arbeiter können sich keinen Anwalt leisten. Nicht nur ihm. Irina versucht weiter, ihre Tochter zu erreichen. Zunächst ohne Erfolg. Dann im öffentlichen El Paraíso Verde-Chat kommt plötzlich eine Nachricht, offenbar von Indira. Sie gibt die Bedingungen eines Treffens vor. Ich erhoffe mir, dass Indira vielleicht mal vor das Tor des El Paraíso Verde kommt, um mit mir alleine zu sprechen, ohne Gabriel, ohne Abhören, ohne irgendwas. Im Leben wird das nicht passieren. Oh Gott. Das Bild war auch safe nicht von da. Wieder geht es 9 Kilometer über die Schlammstraße zum El Paraíso Verde. Frage an die Leute, sorry fürs Knuspern, die es ja richtig gut mit auskennen. Wenn ich ein Bild mache, dann hat das ja Daten. Ja? Wenn ich das per WhatsApp verschicke, sind die Daten noch abrufbar? Also könnte sie sich dieses Bild schnappen und es dann trotzdem noch erkennen, wann wurde dieses Bild ursprünglich aufgenommen oder sind die weg? Nein, die Metadaten werden nicht mitgesendet bei WhatsApp. Art ein bisschen anders war, dann sagt sie eben auch, solange ich eben so über ihre Familie da unten so schlecht spreche oder Dinge sage, die ihnen nicht gefallen, dann ist es eben auch schwierig, mal nach Deutschland zu kommen. Oder ist das Verhältnis halt schwierig. Was sehr weh tut einer Mutter, wenn sie krank ist und man nicht weiß, wie es weitergeht und das Kind kommt nicht, tut weh. Das ist halt echt scheiße, ne? Aber ich bin mir sicher, egal wie schlecht deren Verhältnis ist, dass die Tochter zumindest den Anstand hätte, da an den Zaun zu kommen und zu sagen, Mama, bitte fahr nach Hause, ich bleib hier. Ja, das würde jeder machen. So verstritten kannst du gar nicht sein. Und ja, das, doch. Ja, aber dann müsste die Mutter ja wissen, dann müsste das ja irgendwie aufgeklärt werden, dass sie kein gutes Verhältnis miteinander haben oder so. Aber offensichtlich haben sie ja kein schlechtes Verhältnis miteinander. Zumindest
kommt das ja gar nicht durch. Und da fragt man sich dann doch plötzlich, was ist da wirklich passiert? Es ist Irina nicht gelungen, ihre Tochter zum Mitkommen zu bewegen. Sie bleibt im grünen Paradies. Man, die hat ein paar Jahre gefilmt. Doch wie lange das noch existiert? Übrigens, Bumblebee sagt gerade, übrigens hat das gerade geprüft und Aufnahmedatum und Uhrzeit stehen wohl noch in der Datei. Das wäre dann ja mal spannend zu checken. Denn viele Geschädigte haben Strafanzeige erstattet. Aber es muss ein älteres Erwin Bild sein. Erwin und von heute Morgen haben zu keinem Zeitpunkt Interviewanfragen beantwortet. Ich habe ja WhatsApp hier auf. Das heißt, das hat sich wirklich verlaufen. Irina weiß noch nicht, wie es jetzt zwischen ihr und ihrer Tochter weitergeht. Sie ist jetzt 21 und es ist jetzt so. Ich wünsche mir nur, dass man miteinander oder dass wir miteinander irgendwo einen gesunden Kontakt halten können und der nicht so erschwert wird, weil das war gestern abartig. Oh, ich hab sie dir. Ich setze dir nochmal in HD. Ich hab sie nicht in HD gesendet, I'm sorry. Ja, aber das war auch ein Chat. Schickst du die über die Jungbrutal-Hartarbeiten-Gruppe? Yes. Ah, sehr gut. Dann ist das auch. Eine Gruppe. So, HD kommt. Dankeschön. Ey, ist das traurig, Mann! Wirklich, ultra spannende Doku. Wirklich, wirklich gut wieder. Ne? Typisch Arte, Top-Qualität. Gut gemacht. Aber dass man da jetzt so ergebnislos rauskommt. Holy shit. Liebe Freunde, falls ihr ein Update oder so zu der Geschichte habt, irgendwas Aktuelles oder so, falls, ich weiß jetzt nicht, wie alt die Doku ist, aber würde mich sehr interessieren, wie es da weiter ging oder wie weiter geht. Holy shit, Mann. Echt traurig. Also, wenn man die Bilder nur und ausschließlich so in einen Chat schickt, ja, also nicht so wie da jetzt das Bild von der, sagen wir mal, ja, du hast keine auslesbaren Informationen über Vorgängerversionen und du hast als Erstelldatum 22.18 Uhr, also jetzt. 2018. Nein, 22.18 Uhr. Achso, 22.18 Uhr, okay. Ja, weil es da verschickt also wurde. Jetzt, okay. Genau, das ist aber auch das eingetragene Erstelldatum. Ja. Was ja Sinn macht, weil WhatsApp die Bilder ja neu rendert sozusagen. Also er speichert die Bilder als JPEG weg und dann ist das ja eine neue Datei. Ja. Und da er, und also es gibt bestimmt Voraussetzungen, unter denen du das anders machen kannst. Also, du kannst es ja als ZIP-Archiv oder so vielleicht sogar schicken. I don't know, ja, als Datei oder so. Als Dokument. Aber wenn du einfach nur ein Bild schickst, kannst du es nicht sehen. Mhm. Hier, guck mal, wenn ich jetzt Dokument sage und ich schicke dir jetzt ein einzelnes Bild als Dokument, pass auf, original 5,7 Megabyte habe ich gerade gemacht, dann hast du es wahrscheinlich drin. Aber das ist halt dann in dem Fall nicht so gewesen, das wollten wir ja wissen. Ja. Weiß jetzt nicht, ne? Man müsste mal vielleicht mit dem EXIF-Tool gucken, ob da irgendwas noch rauszulesen ist oder so. Aber nee, ich denke, wenn da eine neue Datei erstellt wird, wird WhatsApp das schon ganz clever machen, sodass da nichts drin steht. Ne? Müssen wir mal checken. Schreibt das gerne mal einfach in die Kommentare, Freunde, wenn ihr da was rausfindet. Krasse Nummer hier auf jeden Fall.